Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Farmers Live. Der gute Kasimir, der alte Besowski. Ich weiß, das ist jetzt schon wieder echt lange her. Jetzt habe ich das Spiel schon echt länger nicht mehr gespielt. Das ist ein paar Wöchleins, ist es her, glaube ich. Wir haben eine Kuh. Ah, so, siehst du, ich wollte mal testen. War ein Test, Eggy. War ein Test. So nämlich. Oh. So nämlich. Ja, war ein Test, Eggy. Ich wollte gucken, ob es noch weiß. Im September hat die bestimmt 60.000. Also in dem Monat nur. Also mir geht's gut. Und ich wollte testen, ob es noch reizt. So, siehst du, haben wir uns beide gegenseitig getestet. Ich komme mir auch gerade wirklich vor, als wenn das mein erstes Mal hier gerade wäre alles. Für YouTube, ich habe jetzt 5 Tage nicht gestreamt. Also mir geht's gut, Sophie. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Haben wir hier irgendwas? Wie sieht denn das aus? Haben wir hier noch Dings drin? Nur. Spitze. Es ist ja eh Winter. Wie kommt es, dass du schon wieder streamen kannst? Ich wäre nach dem Festival wahrscheinlich noch lange nicht so weit. Och doch. Och doch doch. Ich hätte theoretisch auch gestern schon gekonnt. Ich war ja nur 2 Tage da gewesen. Aber das wäre auch gegangen, wenn ich alle Tage da gewesen wäre. Och. Ja, ich fühle mich fit. Nur der Hals. Sonst ist. Klar, es tut so ein bisschen was weh hier, aber sonst fühle ich mich auch fit. Ich verabschiede mich in den Lurk. Ach Mensch, was ist bloß los mit der Jugend? In 2 Tagen kann man aber für 2 Wochen fort, das ist richtig. Wenn es gestern schon gegangen wäre, dann frage ich mich, warum ich auf heute warten musste. Weil wegen Schule und so. Darum. Hab keine Stimme mehr, deswegen gehst du in die Lurk, Vanita. Okay, warte, jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Bau Hafer an, das können wir erst dann machen. Okay, einklappen. Bau die Bomben zusammen, machen wir auch noch. Reparier den Traktor, da brauchen wir ja nur noch das Vorderrad. Das besorgen wir uns. Frische Milch, melke die Kuh. Haben wir die jetzt schon mal gemolken? Was habt ihr denn veranstaltet? Naja, es geht schnell, ne? Wenn beim Fußball ist, war meine Stimme denn halt sehr lediert, ne? Nach dem Fußballspiel. Man hat dann halt versucht, für 4 andere Leute mitzusingen, damit ein bisschen mehr animiert wird. Das Problem ist halt, es sind halt, wie die Zeitung geschrieben hat, Eintagsfans. Und da sind ja wirklich viele Eintagsfans. Und mit denen zusammen Support hinbekommen, ist halt sehr schwierig. Jeder macht sein eigenes Süppchen irgendwie, ne? Für nächstes Jahr muss man sich da mal was anderes einfallen lassen. Und nicht halt auch mal diese ganzen scheiß Standarddinger zu singen. Die man da jetzt gesungen hat. Ja, und ich habe dann halt auch versucht, wie viele andere auch, gleich für 4 Leute mitzuschreien. Okay, wir brauchen auf jeden Fall das Vorderrad. Das machen wir am nächsten Tag. Leuchtende Weihnacht, da gucken wir mal. Da hat mir nämlich der Horst, glaube ich, einen Tipp gegeben, dass dieses sich gegebenenfalls auf
dem Dach der Kirche befindet. Das war damals aber nicht so. Wir gehen da einfach mal hin, haben Zeit. Ja, will selber zocken, jetzt kann ich mal nicht mehr aufregen. Nein. Aber, nö. Ich schnipp's dich, ich sag's dir. So. Ach, halt doch die Schnauze. Mein Gott, Junge. Du mit deinen kleinen Fingern. Ich kenne keinen Mensch, der so kleine Finger hat. Nicht mal Kinder haben so kleine Finger. Nicht mal Kinder haben so kleine Finger. Der Bennett hat reingeschrieben bei TikTok morgen und war sofort wieder weg. Sofort. Will er mich heulen oder was? So, es hackt. Ich habe übrigens keine Kekse mehr. Warum das neue Bitsy für Kekse? Hat aber auch noch andere Gründe, warum da oben mal was anderes ist. So. Okay. Super. Das hat ja super geklappt. Oh, Junge, du sollst ihn nehmen. Gut. Versuchen wir es hier. Ist ja auch ein Unding, dass es auf dem Dach ist. Da ist die Kiste. Da oben. Hä? Komisch. Der Horst hat mir gesagt, auf dem Dach der Kirche. Meine, ist ja egal, ich habe sie ja trotzdem gefunden, aber... Ja, man sieht sie auch, wenn man von hier guckt, dann würde man es sehen. Meine Mutter hat mir oft gesagt, dass ich ein richtiger Künstler sei. Mein Vater lächelt nur blöd. Was soll's? Schlimmstenfalls wird er hässlich dekoriert sein. Kleine Kinderfinger da. Man weiß gar nicht, wenn die Vaneta die Mittelfinger zeigen, man muss erst mal wirklich genau hingucken. Ist es jetzt der Mittelfinger, ist es der Daumen, ist es der kleine Finger? Man weiß es bei ihr nicht. Es ist gar nicht so einfach. Achso, ich soll ja hier den dekorieren? Hier den, ne? Matthäus und der Bürgermeister haben neben unserem einzigen Laden einen hohen Baum aufgestellt, an dem die Lampen und Dekoration aufhängen müssen. Auf eine Leiter kann man fast nicht verzichten. Lampe. Hab ich die noch oder wie oder was oder wo? Wenn Junge, wann musst du zur Schule wieder?
Soll ich solche Lampen da aufhängen oder was? Ja. Kommt die Leiter aber nicht hoch. Musst du wieder zur Schule, Vaneta? Ich frage mich, ob es ein Geschenk. Oh, Geschenke? Wo? Was ist denn hier eingestellt? Heute bis Freitag. Also warst du heute schon. Also gehst du denn morgen hin und sagst du denn gleich schon mal für nächstes Jahr Bescheid, ne? Donnerstag noch 5. Den kannst du auch direkt da Bescheid sagen. Sagst du denn schon mal gleich Bescheid für nächstes Jahr? Eine Elfenmütze. So, jetzt müssen wir hier aber noch von ihm was kriegen. Nee. Wie nee? Was nee? Fliege blau. Warum blablige Blöckchen, Läppchen, Blöckchen? Reden wir, rauchen wir eine, kämpfen, Schenkung, geht zur Messe, reden wir. Na gut, du bist Philipp. Okay, den holen wir jetzt die Leiter wieder. Haben wir die Aufgabe auch mal erledigt. Jagen, wir können ruhig mal was annehmen hier für Jagen jetzt, ne? Ja. Es ist eine Schande, dass ich keine Ahnung von der Jagd habe. Ich ging in den Wald und kam mit ein oder zwei Füchsen zurück. Wenn ich wüsste, wie man ein Tier häutet, hätte ich einen schönen Fuchspelz und würde ihn einer ganz bestimmten schönen Frau schenken. Warte, vielleicht könntest du mir helfen, einen roten Pelzmantel wie diesen zu bekommen. Yes. Warte mal. Als ob, Philipp. Als ob. Als ob. Da könnte ich mich ja schon wieder drüber aufregen. Ja, okay, also für die, die es jetzt noch nicht gewusst haben, ich bin in den Stimmbruch gekommen. Aber was soll's, rauchen geht immer. Ich muss halt nach dem Festival meinen Rauchkonsum wieder runterschrauben, weil auf dem Festival ist es noch mal höher als eh schon. Hey, Schrippi, danke schön für den Lurk. Du brauchst eher einen Tee. Das wäre auch gar nicht so schlecht, ne? Ein Tee. Ich glaube, morgen früh trinke ich mal einen Tee. Wenn ich Videos schneide, trinke ich mal ein Teechen. So, Dalle.
So, warte mal, was haben wir da jetzt genommen? Heidelbeer. Haben wir doch. Nee. Doch, da stehen jetzt drei Flaschen, davon drei Flaschen. Ja, genau, drei davon, drei davon. Med haben wir aber auch nicht mehr. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist Med. Da müssen wir noch ein bisschen warten mit. Jägermeister geht auch durch. Hier mit Havanna. Manita, was hast du immer vorher gesagt? Am Wochenende oder so. Wo ist denn Flauschi? Nee, wo ist denn die Kuh? Nee, Flauschi. Nee, der sieht gut aus. Wo ist denn die Kuh? Müssen wir jetzt eh reinholen. Wie so Kaspar. Nein, nicht wie ich. Gut, gut, gut. Okay, warte mal, Fuchspelz, da wollte ich was gucken. Hab ich doch. Liefern wir gleich mal ab. Oh, es lief nicht so reibungslos, wie ich dachte. Meine Schöne ist härter, als ich dachte. Vielleicht würde ich ihr dieses Mal einen haltbaren und praktischen Pelz schenken. Warum nicht Wildschwein? Haben wir Wildschwein? Warte, guck mal nach. Haben wir Wildschwein hier? Na sicher. Okay, er braucht gerade keine Hilfe mehr. Okay, gut. Okay, da sind die Brenner. Genau, okay. Das Vorderrad müssen wir gleich mal gucken, wie toll das war. Sehr was, und das hat er mir auch getan, denke ich mal. Sehr was von Belgien, ne? Vorderrad. Ja, was hat das denn gehört? Laman in Hölle, Kalumbel. Okay, kaufen wir. Machen wir alles ein bisschen heller. Können wir den Trecker reparieren? Dann haben wir den auch. Jetzt hier auf diesem Stand. Die Zange ist hier. So. Die hat
tank den Traktor und fahr ihn. Das reicht. Ah ja, erledigt. Okay, sehr gut. Okay. Das müssen wir nach und nach zusammen kaufen. Okay. Gucken, was der Echo macht. Wir behalten nur so ein paar Ersatzteile, ne, für den Traktor. Ich würde sagen, immer von jedem zwei, ne? Da haben wir jetzt einen mehr, den kann das weg. Aber noch nicht jetzt. Ja, wir bräuchten eigentlich Honig. Können wir nochmal zurück? Wir bräuchten. Ah, ne, wir können. Wenn wir aber jetzt. Haben wir noch Zucker? Ich glaube, wir können auch keine Maische mehr machen, ne? Wir müssten. Hallo, Kati! Oh, ne, ich hab's wieder zu spät gesehen. Mensch, ey. Okay, wir haben Zucker. Kati, danke schön für dein Teamherz. Oh, wenn du nicht mehr da bist. Oh, der war so lang, so kurzlebig da. Mann. Wir? Geht nicht. Wer? Zeig mal her hier. Und ich hoffe, ich habe hier mal jemand zusammen. Okay, Wasser. So. Wasser. Läuft die auch durch? Hey, können wir hier mal ablegen? Also ich würde schon eigentlich ganz gerne mal Unsterblichkeit ausstellen. Weil ich schon gerne schlafen will und was essen will auch. Man kann es ja immer regelmäßig speichern und wenn man sterben sollte, dann können wir reingehen wieder auf den alten Spielstand nochmal und sind vielleicht eine halbe Stunde oder so zurückgeworfen und machen die Unsterblichkeit einfach wieder an. Fertig. Aber ich finde es schöner, wenn man zwischendurch immer was isst. Ja. Finde ich schöner. Dezember haben wir, okay. Ja gut, dafür müssen wir alles noch anbauen, denn im Sommer dann. Okay. Ja, wir müssen ja hier trotzdem irgendwas reinschmeißen. Nee, die Maische braucht ja nicht so lange. Nee, das ist doof. Ich warte da einfach mal eine Stunde vor. Ja, machen wir zwei. Dann ist die nämlich durch. Hä? Bei der Spielstand vielleicht. Vielleicht auch einfach aus war. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Man weiß es nicht. So, gleich aber. So.
Neuer Vertrag bei SAF. Okay. Da brauchen wir 3 Flaschen von, ne? Genau, dann haben wir... Nee, 2 brauchen wir noch. Dann haben wir 2-mal noch... Genau, brauchen wir noch 3-mal Schnaps. 3 Wodka, 3 Apfelwein. Okay, die Mais können wir hier wieder mit hinstellen. Zwei Zucker, da brauchen wir jetzt keine Maische von machen. Das ist Quark. Ich will mal pennen gehen einfach. Mal 5 Stunden bis morgens und dann ist gut. Da, 2, perfekt. Okay. In die Kuh gleich, aber ich glaube, das sollte noch, das reicht glaube ich noch, ne, ach, das reicht noch. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, wie das letzte Mal aussah mit den Bäumen hier. Der sollte doch eigentlich auch weg, ne? Machen wir den gleich mal mit weg. So. So. Dann packen wir das wieder auf den Haufen und dann schauen, wann wir die Säge hier kaufen. Und den Motor. Macht ja schon Sinn, es irgendwann in der Zeit noch zu machen, aber es gibt noch so viele andere Sachen, ne, die gekauft werden müssten. Ah ne, ich habe die Stämme ja schon über den Zaun geworfen, ne? Aber hier liegen doch auch noch so viele rum. Zeige mal. Ja, hier hab ich sie. Zeig mal hier. Nu. Hä? Ja, ein paar sind da schon. Ein bisschen was. 3,6. Der rollt.
Öl rüber. Nein. Ich will ja jetzt nicht alle rüberschmeißen, ne? Immer nur so nach und nach. Dass wenn wir denn die Säge irgendwann haben, dann können wir uns da hinstellen und können richtig Feldbretter. Einen hole ich mir noch. Müsst ihr einfach mal rollen, oder? Ja, komm, den nehmen wir mal so. Ganz oben drauf schmeißen. So, dann zeige mal hier. Ja, wir müssen bald mal ein bisschen Kinders machen hier. Kuh, kommst mit. Die ist hungrig, aber die hat doch Essen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, die hat doch Essen. Hey, guck, deine Mama hat aber noch was drin. Also in einem komischen Dingsel, Bumsel. Hey, Schrippi! Dankeschön für dein Prime im dritten. Im dritten Monat, Schrimpi, vielen, vielen lieben Dank. Ich danke dir doch. Ach, jetzt hat's okay. 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 Zweimal müssen wir sie noch melken. Zweimal müssen wir sie noch melken. Oder will man wer anders melken? Kein Ding für den King. Habe ich auch immer so oft gesagt mit meinem Bruder. Stöckers. So, da haben wir jetzt drei, ne? Jawohl. So. Rein. Könnte mal Eiers kochen, wa? So. Habt ihr, wenn er da wenigstens in Ruhe gelassen auf dem Festival gequält? Also ich hab's ja komplett in Ruhe gelassen die ganze Zeit. Ich war artig, wie immer. Und egal was sie sagt, das stimmt nicht. Schade, sagt er. Ja. Oh. Die Eier. So.
Tja, du warst nicht wirklich fit, weil du zu wenig Alkohol getrunken hast. Hey, jetzt brauchst du auch keine Stimmen mehr. Jetzt sind wir ja nicht mehr da zum Reden.